Das Fazit für meine Zeit bei WED als Lenkungsausschussvorsitzende ist, dass in diesen 6 Jahren von 2014 bis heute wirklich viel passiert ist. Als Beispiel nehme ich nur mal das Wissenschaftsbarometer, das in 2014 begonnen hat, direkt nachdem ich gewählt wurde. Und man kann deutlich sehen, dass die Bevölkerung insgesamt an Vertrauen in die Wissenschaft durch mehr an Kommunikation, mehr an Dialog gewonnen hat und auch in diesen schwierigen Zeiten zur Wissenschaft steht. Mittlerweile ist es ja bis 70%, dass Bürger formulieren, dass sie starkes Vertrauen in die Wissenschaft haben. Und lustig ist fast, dass die erste Wissenschaftsbarometerfrage in 2014 auch mit der Frage zu tun hatte, wie wäre es denn bei Infektionskrankheiten, die ja eigentlich nur in ärmeren Ländern vorkommen. Und schon damals in Deutschland gesagt wurde, das ist uns wichtig, dass Gesundheitsforschung mit dem Bürger direkt geteilt wird. Und diese Forschung ist wichtig weltweit wie auch in Deutschland. Bei den persönlichen Highlights fange ich natürlich beim Lenkungsausschuss selbst an. Ich habe es genossen, die 6 Jahre mit den tollen Vertreterinnen von Wissenschaftskommunikation aus allen Organisationen zusammenzuarbeiten, die persönlich kennenzulernen, auch schöne Abendessen und sehr gute Seminare zusammen zu haben und Klausuren. Und dann ist mir natürlich in Erinnerung das große Feld der WissenschaftskommunikatorInnen, wenn wir uns beim Forum Wissenschaftskommunikation getroffen haben und dann das Fest abends begann, wir gemeinsam getanzt haben und gemerkt haben, wie viel gutes Gefühl, wie viel Aktivität da über uns alle hinweg vorhanden ist. Aber ich möchte auch nicht enden, ohne zu sagen, dass eines meiner Lieblingsplattformen immer noch die MS Wissenschaft ist. Ein sehr traditioneller Weg, Wissen zu teilen und in Dialog zu kommen. Aber mit so einem Schiff, mit einem Bauch voller Wissen umherzufahren und die Städte von der Hafenseite aus zu erkunden, das finde ich auch immer noch eine ganz tolle Sache. Mein Nachfolger ist Günther Ziegler, darüber freue ich mich sehr. Er ist persönlich eben auch ein sehr begeisterter Kommunikator und er bringt natürlich nochmal viele andere Zusammenhänge, vor allen Dingen auch aus Sicht der Hochschulen ein. Und ich gebe ihm auf den Weg, dass ich mir wünsche, dass er vielleicht das hinbekommt, was ich nicht geschafft hatte. Ich habe mir ja gewünscht, dass WED als Institution verstetigt werden würde und damit dieser tolle Experimentierraum und diese Plattform für die Wissenschaftsorganisationen weiter blühen kann und sehr verlässlich in die Zukunft planen. Das hat nicht ganz geklappt und ich drücke ihm die Daumen, dass er das dann hinbekommt. Derzeit denke ich wirklich sehr viel in der Pandemiekrise über Wissen und Wissenschaftskommunikation nach. Es ist ja klar, dass das, was die Virologen und die Ärzte derzeit leisten müssen, also direkt aus der Forschung heraus, aus dem Modell heraus, die Bevölkerung, die Politik mitnehmen, das sind ja alles ganz wichtige, fundamentale Leistungen, wo man sagen muss, menschliches Wissen zu teilen, das ist essentiell. Dabei ist für mich aber auch essentiell, dass wir das als Teil des gesamten kulturellen Angebots, was wir Menschen haben und miteinander teilen, begreifen. Und ich mache mir große Sorgen, dass wir jenseits der Wissenschaftskommunikation andere Kommunikationskanäle, die für uns Menschen essentiell sind, ich spreche jetzt auch zum Beispiel von der Kunst, derzeit nicht gut unterstützen. Und das macht mir wirklich Sorge, denn ich halte es für essentiell, dass Menschen sich in der Vielfalt ihrer Perspektiven äußern können. Würfel übergeben. Aber in diesen Falten. Soll der Würfel doch wieder ganz wie neu funkeln. Bitteschön. Alles Gute und dass du genauso viel Spaß hast an der Sache wie ich. Dankeschön. Da freue ich mich drauf, den Spaß werden wir haben. Wissenschaft im Dialog ist eine großartige Sache und ich glaube, ist sozusagen von den Zielen her richtig ausgerichtet, aber das sind sehr dynamische Zeiten und ich glaube auch die Ansprüche an Wissenschaftskommunikation ändern sich sehr schnell und mein Ziel ist da eben mitzuhelfen, das auf Kurs zu halten, auch da, wo sich der Kurs ändern muss. Also Wissenschaftskommunikation ist was, wo ich allemal seit 20 Jahren drin stecke und ich habe 2008 mit Wissenschaft im Dialog das Mathematikjahr machen dürfen, was eine großartige Erfahrung war. Ich glaube, es war auch ein sehr erfolgreiches Jahr. Das haben wir damals zu viert gemacht und die Deutsche Mathematikervereinigung und Wissenschaft im Dialog waren 2 von diesen 4 Playern. Und aus dieser Erfahrung raus sage ich, Wissenschaft im Dialog kann eine Menge bewegen und bewegt eine Menge. Und wenn man mich dann fragt, da mitzumachen und beizutragen, dann bin ich da. Also auf der einen Seite müssen wir sehen, dass wir
die Leute erreichen und die richtigen Leute erreichen. Das ist eben immer nicht nur den Konvertierten zu predigen, sondern wir müssen an die Unentschiedenen ran und wir müssen die erreichen und wir müssen überlegen, ob wir es schaffen können, die zu impfen gegen Desinformation und Fake News. Also Impfen ist ja ein schönes Thema im Moment und allemal aktuell, und ich glaube auch Wissenschaftskommunikation in diesem Sinne muss versuchen, Impfkampagnen zu machen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir eben sehen müssen, dass wir evidence-based arbeiten. Das heißt, es ist immer schön zu kommunizieren und die Leute zu erreichen. Und das ist natürlich absolut wichtig. Und Wissenschaft muss ja auch im Dialog sein. Aber wir müssen dann auch immer, und das ist eben auch der Anspruch von Wissenschaft, zu schauen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, ob wir wirklich die Leute erreichen, was die Methoden, was die Formate sind. Und insofern immer sehr kritisch mit dem umgehen, was wir machen. Und dann eben auch den Kurs danach ausrichten. Ich wünsche mir, dass wir in diesen Zeiten, wo es heiß und hektisch werden wird, einfach weil Wissenschaft ganz vorne steht, auch angegriffen wird, wo Wissenschaft auf den Titelseiten und in den Abendnachrichten ist, dass wir in diesen heißen Zeiten kühlen Kopf behalten, immer überlegen und vorbereiten, bevor wir dann wirklich kommunizieren und kommunizieren müssen, und dass wir das deswegen exzellent und wirkungsvoll machen können.